Es gehen ja sehr viele Videos viral, wo sich Klimaaktivisten auf die Autobahn kleben oder wo auch die militante Veganerin unter anderem dann auch in sehr unschöne Weise zum Beispiel Menschen versucht, vom Veganismus zu überzeugen. Ja, aber ich möchte keinen Tipp von Menschen, die noch schuld daran sind, dass ich diesen Aktivismus machen muss. Wie kannst du es rechtfertigen, noch nicht vegan zu sein? Gut. Die Grundintention finde ich gut. Und ich finde es auch wichtig, dass man Themen wie zum Beispiel die Massentierhaltung, wie wir die Natur zerstören, Sklaverei, Ausbeutung und auch die ganze Müllproduktion, dass wir sowas in die Gesellschaft bringen, dort aufklären und einfach das unter die Leute bringen. Nur finde ich es halt die Art und Weise, wie das umgesetzt wird, sehr problematisch, weil es einfach nur zur Spaltung geht. Da geht es dann mehr Richtung Ideologie, Dogma, Hass und da erreicht man zum Teil mehr das Gegenteil, als dass man dann hier zusammen etwas Positives erreicht. Auch finde ich die Argumentation und Diskussion hinter dem ganzen Thema bzw. Themenkomplex ziemlich lächerlich. Manchmal dreht man sich da im Kreis und das ist auch so gut wie eine große Zeitverschwendung. Und mit Worten erreichst du in der Regel nicht sehr viele Menschen. Also das merkt man auch zum Beispiel im Gesundheitsbereich. Du kannst den Leuten erzählen, dass das Krebs verursacht. Du kannst ihnen erzählen, dass Fastfood sie dick macht, ungesund, alles mögliche. Machen doch die Leute trotzdem, bis es die selber erwischt. Und man muss halt einfach selbst vorangehen und selbst mit den Taten da etwas bewirken. Und das heißt ja auch das Sprichwort, an den Taten sollst du sie erkennen. Hier ist auch mein Problem, dass wir viel zu viel reden und weniger in die Aktion bzw. ins Machen kommen. Die Permakultur bietet doch die ganzen Lösungen. Weg von der Massentierhaltung, Naturschutz, Müllreduktion, Ressourceneffizienz nutzen, Upcycling, das ganze Thema drumherum. Es gibt ja auch schon Technologien, die zum Teil auch von der Wirtschaft versteckt werden oder in den Medien gar nicht aufkommen, die halt auch für grüne Energie sorgen könnten. Da gibt es genug Innovationen, die wird halt einfach nur ausgebremst. Und auch genau in der Permakultur, wie zum Beispiel meinem Projekt, wo ich mich halt auch mit der Natur und mit dem Garten beschäftige, wie man da wieder Lebensräume für alle Lebenswesen schafft und auch zusätzlich noch mit der Gesundheit, mit der schleimfreien Heilkost, wo wir auch ein anderes Essverhalten mit etablieren können, was auch gesünder ist. Nach meiner Einschätzung nach auch das Natürlichste für den Menschen. Momentan beschäftigen sich nur sehr wenig Menschen mit der Permakultur bzw. setzen das auch in die Tat um, weil es einerseits jetzt nicht ganz so viel Aufmerksamkeit erregt, die Leute handeln auch verdeckt, ist auch zum Teil sehr anstrengend. Die Frage, die ich mir jetzt immer stelle, wenn ich solche Diskussionen, Debatten und Argumentationen im Internet anschaue, ist, warum machen die Leute denn das nicht? Warum setzen sie das nicht in Tat um? Warum gehen sie nicht alternative Wege, gehen auf die Felder, machen dort Permakultur und bauen das nachhaltig auf? Vielleicht, weil es zu wenig Aufmerksamkeit erregt, vielleicht, weil es in der Gesellschaft nicht so wertgeschätzt ist. Du ackerst sehr viel, arbeitest richtig hart, 12 Stunden am Tag, 165 Tage im Jahr ohne Feiertage, Sonntag auch mit dazu, wenn du Tiere hast, alles drumherum, Selbstversorgerleben. Aber es ist bei jedem Wetter, egal ob die Sonne richtig stark scheint, Hitze herrscht, Dürre, Regen, Kälte und Schnee. Zusätzlich verzichtest du ja noch auf Konsumgüter und beschränkst dich auch zum Teil auf das Minimalistische, was es überhaupt geht, weil du auch zum Teil nicht so viel Geld verdienst, unter anderem wegen den Dumpingpreisen der großen Landwirte bzw. auch der Industrie, die da die Supermärkte das vorschreiben. Und natürlich ist es auch eine körperlich sehr anstrengende und harte Arbeit und genauso auch mental kann dich das ziemlich hart mitnehmen. Und es ist halt auch so, du erwächst da nicht so viel Aufmerksamkeit. Du gehst mit solchen Videos auch nicht viral wie mit der Permakultur. Da wirst du auch zum Teil auch nicht berühmt oder alles Mögliche, sondern du bist halt im Verdeckten. Es interessiert die Leute auch zum Teil nicht, wenn du noch ein bisschen fett rumackerst. Ja, die Leute bewundern dich ein bisschen, aber das war es dann auch schon. Was mit dir letztlich passiert, ist dann auch eine andere Sache. Ja, ich weiß, es ist eine Heidenarbeit, es ist anstrengend und ein langer Prozess, aber unsere Nachfahren werden uns danken, die Natur wird es uns danken, die Tiere werden es uns danken und auch wir werden innerlich zufrieden und gefestigt und etablieren auch so eine innere Zufriedenheit. Also was sagt ihr Leute? Hey, Moment mal, wartet doch, wo wolltet ihr jetzt eigentlich alle hin? Und was wollt ihr mit dem ganzen Kleber? Ich dachte, wir sind ein Team, ihr könnt mich doch jetzt hier nicht einfach alleine lassen. Kommt schon Leute! Ach komm, dann geht doch einfach, klebt euch an die Straße, dann gehe ich eben den harten Weg alleine. Das möchte ich noch nebenbei so einwerfen für die ganzen Klimaaktivisten, die sich an die Autobahn kleben. Das geht wahrscheinlich nur bei uns hier in Deutschland und in weiteren nördlicheren Ländern hier in Europa. Sobald du in anderen Ländern gehst, wie zum Beispiel Lateinamerika, Südostasien, wie Indien, in den Nahen Osten, wie zum Beispiel
die ganzen arabischen Länder, in Russland oder auch wahrscheinlich bei uns hier in den südlichen Ländern, also südlichsten Inseln von Italien, wie zum Beispiel Sizilien, ist es wahrscheinlich nicht möglich, sich auf die Autobahn zu kleben, weil dann werdet ihr wahrscheinlich überfahren, kommt in den Knast oder die Leute machen sonst irgendwas mit euch. Also ihr wart es, die Menschenleben riskieren, die Rettungsdienste bei ihrer Arbeit behindern. Ihr wollt damit was? Aktiv etwas verändern? Ihr zieht damit nur die Wut der Menschen auf euch. Vernetzt euch und baut wirklich Permakulturprojekte auf. Das ist langfristig für mich die beste Möglichkeit, wie wir das alles umsetzen können für die Natur und für unsere nachfolgende Generation. In diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, wir mal gerne da auch noch oben geben, kommentieren und auch teilen für den Algorithmus. Wer mich und mein Projekt unterstützen möchte finanziell, damit ich, wenn ihr zum Beispiel nicht die Möglichkeit habt, ein eigenes Permakulturprojekt zu machen, gerne unten in der Videobeschreibung auf meiner Webseite vorbeischauen. Gibt es etliche Unterstützungsmöglichkeiten. Vielen Dank auch schon mal dafür. Auch auf meiner Webseite Produkte, Saatgutliste, Coachings für die Permakultur, auch in den Einstieg herein. Alles unten verlinkt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.